Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 1. November 2023. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disneyland Paris News vom 1. November 2023. Und ich habe aufregende Neuigkeiten für euch. Insgesamt 8 Kategorien. Wir haben Attraktionsschließungen, Renovierungen, wir haben neue Seasons, ein Jahreskarten-Event etc. etc., neues Merchandise, einige längere Themen, einige kürzere Themen. Und am Ende verrate ich euch noch, was bei mir in den nächsten Wochen so abgeht. Da sind auch Neuigkeiten dabei und dazu kommen wir dann am Ende. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit Nummer 1 und das sind die Schließungen und Renovierungen der Attraktionen und Shows. Und wenn ihr vielleicht meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen, denn wir gehen ja langsam auf die 10.000 Abonnenten zu und vielleicht schaffen wir es ja noch dieses Jahr auf die 10.000 zu kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen und mit einem Like und einem Kommentar unterstützt ihr mich natürlich auch immer. Also schreibt auch gerne unten die Kommentare, auf was ihr euch dann zukünftig am meisten freuen werdet, was ich jetzt heute alles so berichte. Aber kommen wir erstmal zu den Sachen, die geschlossen sein werden. Und das interessiert euch auch immer, weil ihr natürlich auch Disneyland Paris Besuche plant. Und es kann natürlich sein, dass irgendwas geschlossen ist, wenn ihr vor Ort seid. Wir haben sogar Schließungen bis Ende Januar dabei. Und wir wissen ja, Januar, Februar wird natürlich immer genutzt, um viele Attraktionen zu renovieren. Starten wir aber mit dem November und ich schreibe auch die Daten immer hier unten einmal rein. Die Attraktion Snow White, also ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen ist, Seven Dwarfs, Snow White and the Seven Dwarfs, irgendwas. Die Frontier, nicht im Fantasyland, schließt vom 16. bis zum... Nee. Jetzt habe ich es aber. Schließt vom 6. bis zum 17. November. So. Dann die Main Street Station, also da, wo der Zug im Prinzip langfährt, unter dem, wo Mickey und Minnie immer Hallo sagen, das ist die Main Street Station. Der Zug wird weiterfahren, aber die Station wird vom 6. bis zum 10. November geschlossen sein. Deswegen wird die Discovery Station offen sein. Wir sind ja auch dann da. Ab 10. Wir kommen ja erst am 10. an, das heißt, wir sind nicht so krass betroffen, aber zwischen dem 6. und dem 10. November wird dann die Discovery Station offen sein, wo ihr dann die Railroad dann betreten könnt. Orbitron wird geschlossen sein vom 20. bis zum 25. November und der Princess Pavillon wird vom 27. November bis 2. Dezember geschlossen sein, aber beim Princess Pavillon ist dann immer so, dass die Prinzessinnen einen dann draußen treffen. Also meistens da neben der Windmühle, rechts davon werden dann wahrscheinlich die Meet and Greets dann mit den Prinzessinnen sein. Man muss sich halt draußen anstellen, bei den kalten Temperaturen unangenehm, aber wenigstens bieten sie weiterhin die Meet and Greets mit den Prinzessinnen an. Ich finde das Licht im Princess Pavillon total schlecht, wenn man das so sagen darf. Also ich finde die Fotos nicht wirklich so schön wie jetzt zum Beispiel draußen. Dann Paw the Night, die Drohnenshow in den Studios, läuft noch bis zum 5. November, macht dann eine kurze Pause für knapp einen Monat und läuft dann ab 2. Dezember bis zum 7. Januar weiter. Ich hoffe, dass ich sie dieses Jahr noch sehen kann, weil wir kommen natürlich am 10. November an, dann läuft sie nicht mehr, vielleicht, ich weiß noch nicht genau, wann ich im Dezember da bin. Ich hoffe, dass ich sie noch in der neuen Version einmal wenigstens sehen kann. Bisher habe ich es leider noch nicht geschafft irgendwie. Weil als wir letztes Mal da waren, wo ich sie sehen wollte, war es stürmisch. Und das ist halt immer der Nachteil bei den Drohnen. Sobald ein Windstoß da ist, werden die nicht mehr aufgeführt. Dann Pinocchio, wir sind jetzt dann schon im Dezember. Pinocchio, die Pinocchio-Attraktion im Fantasyland schließt vom 4. bis zum 15. Dezember. Dann die Flying Carpets. Ab 8. Januar werden sie wahrscheinlich Geschichte sein. Also das ist noch nicht komplett bestätigt, aber die sind auf jeden Fall betroffen von der anderen News, zu der ich später komme. Und zwar die Walt Disney Studios werden ja aktuell krass umgebaut. Nicht nur Frozen, sondern auch Studio 1. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Aber die Flying Carpets habe ich auch schon in einem Moni-Zeigmal gesagt, dass die Flying Carpets aktuell nicht mehr in diesen Bereich passen. Es soll ja alles zu Pixar World gestaltet werden und die Flying Carpets mit Aladdin-Thema passen da überhaupt nicht hin.
ob die Flying Carpets jetzt umgestaltet werden in ein Pixar-Thema, was mit denen passiert, ob da was komplett Neues hinkommt oder komplett weg. Keine Ahnung, aber ab 8. Januar sind sie geschlossen. Und ja, wahrscheinlich wegen der Toon Studio Remodellierung. Ja. Was da hinkommt, wissen wir noch nicht. Dann die Aladdin-Passage, jetzt sind wir schon im Januar. Die Aladdin-Passage ist da im Adventureland, direkt beim Agrabah Café, kann man ja so durchlaufen. So eine Art Durchlaufattraktion. Hat geschlossen vom 8. bis zum 19. Januar. Dann das Karussell im Fantasyland. Hat vom 8. bis zum 26. Januar dann geschlossen. Cars Roadtrip in den Studios wird dann vom 15. bis zum 26. Januar geschlossen sein. Wie gesagt, der Januar wird für sowas gerne genutzt. Hyperspace Mountain nur 2 Tage, und zwar am 25. und am 26. Januar. Die Teacups ab 29. Januar, da gibt es auch noch kein Eröffnungsdatum. Und auch Big Thunder Mountain ab 29. Januar bis, keine Ahnung, weil die Februardaten noch nicht rausgekommen sind. Genau. Das waren die Neuigkeiten zu den Attraktionsschließungen. Vielleicht seid ihr betroffen, wenn ihr das nächste Mal da seid. Big Thunder Mountain ist ja immer so eine Sache, die dann natürlich sehr schade ist, wenn man gerade vor Ort ist und Big Thunder Mountain nicht läuft oder Hyperspace. Ja. Tut mir leid, wenn ihr betroffen seid, aber da Disneyland Paris natürlich ein Park ist, der 365 Tage im Jahr geöffnet hat, muss man irgendwann leider auch die Attraktionen schließen, um sie zu warten, um sie zu erneuern, mal neue Farbe drauf zu klatschen. Ne? Genau, das war die erste Neuigkeit. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 2, und das hat mit dem Disneyland Hotel zu tun. Ich weiß, die Neuigkeiten sind jetzt nicht neu. Das Hotel macht am 25. Januar 2024 auf. Dazu gibt es auch noch ein Video hier, auch ein News-Video von mir. Schaut da gerne bei der Playlist vorbei, da rede ich genau, was uns erwartet etc. Aber es gibt noch ein paar Neuigkeiten, die ich noch mit euch teilen möchte, auch Preise für die Suiten und so weiter. Ja, ob ich dort drin schlafen werde, das weiß ich noch nicht. Da halte ich euch aber auf dem Laufenden. Genau, so, wir haben einmal Preise für das Table de Lumière. Das ist ja das Schön und das Biest Restaurant, nenne ich jetzt einfach mal. Das ist das Menü-Restaurant. Es gibt ja 2 neue Restaurants und jetzt wurden die Preise für die Menüs preisgegeben. Und zwar kostet das La Table de Lumière der Menüpreis für Erwachsene 120 Euro und für Kinder 60 Euro. Natürlich gibt es Jahreskartenrabatt. Ich habe aber noch einen Tipp für euch. Wenn ihr in einem Hotel übernachtet, lohnt sich an der Stelle tatsächlich die Halbpension, weil die Halbpension kostet 125 Euro. Und in der Halbpension habt ihr dann tatsächlich auch noch das Frühstück mit drin. Also ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr dann ins Lumières geht oder in dieses Royal Banquet, wozu ich gleich komme. Das ist Buffet-Restaurant, und dann zahlt ihr halt 125 Euro pro Person pro Nacht für die Halbpension. Und das lohnt sich tatsächlich dann, ins Lumières zu gehen. Und dann habt ihr das Frühstück noch dabei und zahlt dann halt, wenn ihr keinen Jahreskartenrabatt habt, 5 Euro mehr fürs Frühstück, wenn ihr es so rechnen möchtet. Genau, das Royal Banquet, und in dem Table de Lumière wird man auf königliche oder Prinzessinnenpaare treffen, also eine Prinzessin mit ihrem Partner, Ariel mit Erik und der Belle mit dem Beast, oder, also ich weiß nicht, ob das Beast da wirklich dabei ist, also das war jetzt einfach nur ein Beispiel, Rapunzel mit Flynn, sowas werdet ihr da dann sehen. Und im Royal Banquet, das ist das Buffet-Restaurant, wird auf jeden Fall Mickey und Minnie in ihrem Royal Outfit sein. Aber auch wahrscheinlich andere Charaktere, ich denke mal. Und das Buffet kostet dann 100 Euro für Erwachsene. Den Kinderpreis habe ich jetzt leider nicht rausfinden können. Und da gilt natürlich auch wieder der Jahreskartenrabatt. Ja, und was auch schon bekannt gegeben wurde, das Hotel wird am Anfang exklusiv nur für Hotelgäste begehbar sein. Wie das in den anderen Disney-Hotels ist, wissen wir ja. Wir dürfen da einfach reinlaufen, wir dürfen in den Restaurants essen, wir dürfen die Bars nutzen, wir können uns das Hotel anschauen. Das wird tatsächlich im Disney-Hotel am Anfang nicht möglich sein. Und es wird exklusiv nur für Hotelgäste möglich sein, das Hotel zu betreten. Ab 1.2. wird es wohl auch möglich sein, für andere Disney-Hotelgäste einen Tisch fürs Mittagessen zu reservieren. Ich glaube, in der Royal Banquet Hall. Und dann dürft ihr das Hotel dann auch betreten. Aber tatsächlich nur für andere Disney-Hotel-Gäste. Also wenn ihr im Santa Fe übernachtet, im Cheyenne, im Newport,
im Marvel Hotel könnt ihr ab 1.2. dann mittags einen Tisch reservieren in der Royal Banquet Hall. Ich weiß nicht, ob das Lumiere auch mittags geöffnet hat. Ich glaube nicht aktuell, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Genau. Und ich habe euch mal so ein bisschen Preise jetzt hier mitgebracht, habe ich euch ja gesagt. Achso, und wann das Hotel dann für alle anderen begehbar wird, wissen wir nicht. Das wird auf jeden Fall am Anfang erstmal exklusiv bleiben. Und es gibt natürlich jetzt auch schon neue Bilder bei Natascha Rafalski oder auf YouTube, verlinke ich euch gerne auch bei dem i. Da haben wir jetzt auch schon mal den Kronleuchter gesehen und so weiter. Also es sieht echt, echt mega krass aus. Und ja, aber reden wir mal über die Preise. Also ich habe jetzt mal geschaut, was so eine Nacht kostet zur Eröffnung. Für drei Erwachsene als Pauschale, weil man kann auch aktuell nur Pauschale buchen, keine Room-Only, wenn ihr jetzt eine Jahreskarte oder so habt, kann man nur Pauschale buchen. Ich habe jetzt mal für drei Erwachsene geschaut, für eine Nacht kostet es als Pauschale die reine Übernachtung, inklusive natürlich Parken und dann die Tickets für zwei Tage in die Parks, sind wir dabei 1034 Euro für drei Erwachsene. Dann müsst ihr das durch drei rechnen, dann habt ihr den Preis pro Erwachsenen, was dann da eine Nacht kostet. Durch vier wäre es dann noch mal günstiger. Genau, das wird dann immer günstiger, je mehr Personen dann in einem Zimmer übernachten. Und ich habe euch gesagt, es gibt auch Suitenpreise, die ich gerne mit euch teile. Die hat irgendjemand mal auf, ich glaube, es war auf von DLP Report gepostet worden. Und zwar eine Nacht, zwei Erwachsene, zwei Tage Eintritt für beide Parks im Februar 2024. Die Signature Suiten, also Cinderella, Aurora, Rapunzel, die Eiskönigin und die Schöne und das Biest, kosten für eine Nacht 3.112 Euro für zwei Erwachsene. Wie gesagt, zwei Erwachsene, eine Nacht. Ne? Fängt ja schon mal gut an. Also 1.600 ungefähr pro Person. Dann die Castle Club Suiten, das sind Cinderella, Aurora, die Schöne und das Biest, kosten für dasselbe 4.702 Euro. Dann die Fürsten Suite, ich weiß nicht, welcher das ist, auf jeden Fall die nächsthöhere Kategorie. Und die letzte Kategorie ist natürlich die Frozen Suite, dazu kommen wir auch noch. Also die nächsthöhere Kategorie kostet dann 7.162 Euro für eine Nacht für zwei Erwachsene. Und die Königssuite, die Frozen Suite, die mit, ich glaube, 200 irgendwas Quadratmetern, die größte Suite mit Blick auf dem Schloss, auf die Main Street, allen möglichen Sachen. Sieht richtig geil aus. Da müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen. Sind wir bei 10.342 Euro für eine Nacht für zwei Erwachsene. Boah, also 5.000 pro Person für eine Nacht. Ja, es gibt Menschen, die sich das auf jeden Fall leisten können und ich gönne es den Menschen, die sich natürlich sowas leisten können. Also ich würde gerne eine ganz normale Nacht in einem normalen Superior-Zimmer da übernachten, das reicht mir schon. Natürlich würde ich mir auch mal gerne die Suiten anschauen, wenn es mir möglich wäre, aber boah, also so viel Geld habe ich tatsächlich auch nicht, wenn ich hier in der Schweiz wohne aktuell. Also nee, das ist aktuell nicht drin. Und auch wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, weiß ich nicht, ob ich wirklich 10.000 für so eine Nacht in der Frozen Suite ausgeben würde. Aber wie gesagt, ich gönne es allen Menschen, die sich sowas leisten können und möchten. Und ja, vielleicht habt ihr ja sogar schon eine Suite gebucht und könnt uns ja vielleicht dann mit ein paar Bildern versorgen. Wie gesagt, es gibt einige neue Updates bei immer Natascha Rafalski auf Instagram oder auch auf YouTube. Da verlinke ich euch unten in der Infobox. Und das waren die Neuigkeiten Nummer 2 zu dem Disneyland Hotel. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 3 und zwar dem Jahreskarten-Event. Ja, ein neues Jahreskarten-Event steht vor der Tür. Und zwar findet das am 30. November 2023 statt. Und in dem Thema Weihnachten, Christmas, Thema Christmas Night und so. Finde ich cooles Thema, aber das Datum, also 30. November ist ein Donnerstag. Ich kann schon mal sagen, ich werde nicht hingehen, weil ich an dem Wochenende was anderes geplant habe darauf und ich kann mir nicht frei nehmen. Ich habe keine Urlaubstage mehr frei für dieses Jahr und ich hätte mir Donnerstag und Freitag frei nehmen müssen, weil am Donnerstag muss ich auch anreisen. Ja, ich könnte vielleicht einen halben Tag frei nehmen, aber trotzdem muss ich Freitag auf jeden Fall frei nehmen. Nee, nach dem letzten Mal war ich ja so, ist okay, aber
jetzt am Donnerstag bin ich raus. Da werde ich auf jeden Fall nicht hinkommen. Aber einige von euch möchten auf jeden Fall dahin und deswegen natürlich teile ich euch mit euch die Neuigkeiten. Der Ticketverkauf startet am 6. November um 11 Uhr. Ich packe den Link auch gerne unten in die Infobox und ich werde den Link auch an dem Tag selber am 6. November in meiner Story posten. Also wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, tut das gerne. Da bekommt ihr auch solche Updates immer sofort und müsst nicht auf ein neues News-Video warten. Und da zeige ich auch wie der Ticketverkauf funktioniert, weil das haben auch irgendwie einige gefragt. Das heißt, ich werde nicht zum Abschluss machen, aber ich werde auch ein Ticket kaufen und eine Bildschirmaufnahme machen. Das zeige ich euch, wie das funktioniert, weil da einige manchmal ein bisschen lost sind. Aber ich denke auch nicht, dass es direkt am Anfang ausverkauft sein wird. Also beim letzten Jahreskarten-Event war es ja auch so, die waren noch länger noch online verfügbar. Am Anfang war die Seite natürlich down, aber die waren tatsächlich länger verfügbar. Und ich denke jetzt hier, weil es ein Donnerstag ist, werden die auch länger verfügbar sein, weil, ne, also wir aus einem, also weiter weg, auch die Franzosen, die weiter weg wohnen, die müssen sich halt Urlaub nehmen und für Kinder ist das auch nichts, die am Freitag vielleicht in die Schule müssen, die müssen aus der Schule rausgenommen werden, also, naja, egal. Was erwartet uns während dieses tollen Jahreskarten-Events? Natürlich wieder Shows, es wird 5 Shows, Iconic Shows Coming Backs geben. Und zwar wird es eine Enchanted Christmas Opening Ceremony geben. Also wie immer, es gibt eine Open Ceremony und eine Abschlusszeremonie. Das ist bei jedem Jahreskarten-Event mittlerweile so. Das heißt, das ist die erste Show. Dann wird es Beauty and the Beast Tale as Old as Time geben als Show. Was ich schon ein bisschen schade finde, dass ich dann da nicht da bin, weil als Beauty and the Beast Fan, es gab ja auch einmal eine Show im Videopolis mit Beauty and the Beast. Ich schätze mal, dass die auch im Videopolis aufgeführt wird. Würde ich gerne sehen, aber schaue ich mir dann auf YouTube oder Twitter. Heißt ja jetzt X. Für mich ist es immer noch Twitter. Schaue ich mir dann an, wenn es an dem Abend passiert. Dann gibt es Mickey's Dazzling Christmas Parade on Stage. Das heißt, ich vermute, dass es auf dem Castle Stage einfach Mickey's Dazzling Christmas Parade geben wird. Oder die machen halt eine normale Mickey's Dazzling Christmas Parade mit Showstopp in der Mitte. Aber ich denke, es wird auf der Castle Stage sein. Aber das ist bisher heißt es nur Mickey's Dazzling Christmas Parade on Stage. Und dann, wie gesagt, gibt es das... dann kommt noch eine Show. Mickey's Winter Wonderland Magical Memories. Und dann The Enchantment Christmas Ball, das große Finale. Das Ganze startet um 21.15 Uhr und geht bis 2 Uhr nachts. Also ich muss sagen, es ist ein straffes Programm. Das haben wir auch schon beim letzten Mal gesehen, wenn ihr wirklich alle Shows sehen wollt, ihr müsst ja auch ein bisschen früher dann da anstehen, ist das alles sehr zeitlich knapp. Und es wird nicht nur Shows geben, es wird auch 50 Charaktere im Park verteilt sein, die als Selfie-Spot gekennzeichnet, also wie beim letzten Mal auch, Selfie-Spot mit so einem Band drumherum, man kann da hinlaufen, Selfies machen, man kann halt mit den Charakteren schon interagieren, aber es ist jetzt nicht dieses klassische Meet and Greet mit Kuscheln und hier und da und tralala. Genau, also es wird auf jeden Fall 50 Charaktere geben, wahrscheinlich auch in Christmas-Outfits, was wirklich schön ist, aber als Selfie-Spots, das ist auf jeden Fall schon klar. Und deswegen, wenn man 50 Charaktere sehen will, plus die Shows, dann ist man, wahrscheinlich gibt es auch noch wieder, keine Ahnung, was zum Sticker sammeln oder so, man weiß es nicht, wie beim letzten Mal. Also das ist schon echt knapp. Man muss sich da wirklich Prioritäten setzen. Möchte man alle Charaktere sehen, dann muss man vielleicht ein oder zwei Shows sausen lassen. Möchte man alles Shows sehen, dann sieht man vielleicht nicht alle Charaktere. Das ist leider bei den Partys so. Kostüme sind auch erlaubt, wie auch beim letzten Mal. Also ihr könnt euch wild verkleiden und mit dem Ticket, was 55 Euro kostet, kommt ihr bereits ab 18 Uhr in den Park. Wie gesagt, das Event startet aber erst ab 21.15 Uhr. Alle Jahreskarten dürfen sich dieses Ticket kaufen und ihr dürft plus 2 Begleitungen mitnehmen. So, ja, das ist das so viel zum Jahreskarten-Event. Wenn ihr da seid, wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und vielleicht wird es diesmal auch wieder besser, weil das vorletzte Jahreskarten-Event war ja tatsächlich super gut. Beim letzten Mal haben mir die Shows halt überhaupt nicht gefallen. Aber das ist immer Geschmackssache. So, das war Neuigkeit Nummer 3. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 4. Und ich habe es in der ersten Neuigkeit ja schon angeteasert, zu den Walt Disney Studios. Ja, die Walt Disney Studios stehen in einem großen Umbau. Nicht nur mit Frozen, was jetzt ja gebaut wird, sondern auch der Eingang und Studio 1 werden komplett umgebaut, renoviert. Und ich habe tatsächlich heute schon das erste Bild gesehen. Die Partnerstatue, die es direkt am Eingang gab, ist weg. Die war schon länger weg.
Und ist jetzt auch wie nennt man dieser Zaun mit diesem, wo die Partnerstatue drauf war, war ja so ein Zaun drumherum. Und da musste man ja so rumlaufen. Das ist alles weg. Das heißt, man kann jetzt komplett, wenn man aus Studio 1 rauskommt, komplett geradeaus durchgucken. Das ist ja auch tatsächlich das Ziel, dass man, wenn man in die Walt Disney Studios kommt und durch Studio 1 läuft, man im Prinzip so eine Art Main Street 2.0 hat und am Ende vom der Main Street 2.0, nenne ich es jetzt mal, Walt Disney Studios Main Street, dann Arendelle sieht. Und das Schloss dann ganz hinten. Also ähnlich wie auf der Main Street. Bin sehr gespannt und wie gesagt, hat jetzt schon gestartet. Der Umbau soll bis Ende 2025 sein. Also noch eine lange Zeit, in der wir uns mit Baustellen, Zäunen und so weit rumärgern müssen. Auch in den im Disneyland Park finde ich aktuell so viele Baustellen und Baustellenzäune. Aber wie gesagt, habe ich auch eben schon erwähnt, der Park hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Irgendwann muss es halt gemacht werden und dementsprechend müssen wir halt mit Bauzäunen leben. Ja, Studio 1 wird dann Ende April 2024 auch geschlossen sein und bis Frühjahr 2025, also Studio 1 wird von Ende April 2024 bis Frühjahr 2025 geschlossen sein, inklusive Restaurants, Shops etc. Wir haben ja das Café en Coulisse da drin, wir haben den Pandora-Shop, den Merch-Laden, Toiletten etc., alles, was ihr da drin findet, wird geschlossen sein. Was da reinkommt, wie es aussehen wird, keine Ahnung, dazu werden wir bestimmt irgendwann Artworks sehen dürfen. Wenn ich Artworks habe übrigens, die von Inside Ears uns zur Verfügung gestellt wurden, blende ich die natürlich immer gerne ein. Die Attraktionen bleiben alle wie gehabt geöffnet, außer Flying Carpets, habe ich auch schon anfangs gesagt, die werden geschlossen sein. Und was mit denen passiert, wissen wir auch noch nicht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Walt Disney Studios dann irgendwann aussehen werden. Aber wenn der Bereich, also wenn der Anfangsbereich schon bis Ende 2025 geht, habe ich für nächstes Jahr auf gar keinen Fall Hoffnung für Frozen. ja, aber dazu gibt es noch kein Datum, das wissen wir noch nicht. Aber wenn, dann bekommt ihr natürlich hier die News direkt mitgeteilt. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und es wird den Walt Disney Studios auf jeden Fall, also wir müssen jetzt mal ein bisschen länger mit Baustellen, Zäunen und so leben, aber ich denke, das wird den Walt Disney Studios auf jeden Fall gut tun, dass sie auch irgendwann wieder zu einem vollwertigen Eintagespark werden. Aktuell ist es ja nicht der Fall, aber ja, das waren die Neuigkeiten zu den Walt Disney Studios. Neuigkeit Nummer 5 ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, möchte ich aber trotzdem mit euch teilen. Es gibt neue Tüten, also es geht um Merchandise. Es gibt neue Tüten. Ja, der 30. Geburtstag ist vorbei und ja, dementsprechend mussten die Tüten auch mal ausgetauscht werden. Und ich blende euch hier ein Bild ein. Eine Tüte habe ich ja bereits schon, die kleine. Und ich bin ja nächste Woche über zum Start der Christmas Season im Park und zeige euch natürlich auch die neuen Tüten, die mittlere und die große und die kleine und alle Farben, die es gibt. Genau, da bin ich sehr gespannt. Ich finde, vom Look her sehen die schon echt cool aus und ich bin ja eh voll der Tüten-Fan. Aus allen Parks sammle ich immer diese Tüten und benutze sie auch wirklich, weil in die Tüten sehr viel reinpasst. Und das Zweite, es wird ein 100-Jahre-Buch geben im Disneyland Paris. Wann? Keine Ahnung, es gibt noch kein Datum. Es wurde, ich glaube, am 100. Geburtstag oder einen Tag nach dem 100. Irgendwann um den Dreh, wo wir im Park waren, wurde das announced, dass es bald ein Buch geben wird. Ich hoffe, dass es bis nächste Woche mal da ist, dass ich es auch dann mitnehmen kann, wenn ich vor Ort bin, weil ich es schon gerne hätte für meine Sammlung. Und ja, es gibt ja auf meinem Kanal, wenn ihr das noch nicht wisst, immer neue Merchandise-Videos. Also jedes Mal, wenn ich den Park besuche, bringe ich ein Merchandise-Video mit, wo ich immer euch das neueste Merchandise im Park zeige, inklusive Preise. Also wenn ihr das immer, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, dann müsst ihr auch natürlich die Glocke drücken, dann bekommt ihr immer eine Push-Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und wie gesagt, da zeige ich immer das aktuell neueste Merchandise, nicht was schon länger in den Shops liegt, inklusive Preise und das ist wirklich immer einiges. Und für nächste Woche steht auf jeden Fall auch ein neues Merchandise-Video auf dem Plan. Kommen wir zur Neuigkeit Nummer 6 und das dreht sich um Casey's Corner. Ja, Casey's Corner, ihr wisst, der Hotdog-Laden an der Ecke von der Main Street, am Ende von der Main Street, soll überdacht werden. Ich zeige euch natürlich jetzt auch hier die Bilder, die Artworks, die uns zur Verfügung gestellt wurden, weil das unbeständige Wetter in Paris, in Frankreich, jetzt zum Beispiel um die Jahreszeit, auch im Herbst natürlich, es regnet viel, Casa del Coco,
wurde ja auch überdacht jetzt, dass man auch mehr öfter draußen sitzen kann, auch wenn es regnet. Finde ich richtig gut. Und jetzt ist auch Casey's Corner dran. Startet Ende des Jahres und wird bis 24 gehen. Und auch der Meet-and-Greet-Bereich weiter hinten, da wo ihr aktuell Stitch treffen könnt, wird überdacht, bekommt so eine Art Pavillon fürs Meet and Greet. Das heißt, der Charakter und auch die den Charakter treffen wollen, stehen dann auch im Trockenen. Sieht echt schön aus auf dem Artwork, bin sehr gespannt. Soll ein elegant und redefined Kiosk geben. Sieht für mich wie ein Pavillon aus. Ja, bin sehr gespannt dementsprechend müssen wir uns auf noch mehr Baustellen, Zäune und Baustellen im Disneyland Park einstellen. Neuigkeit Nummer 7 ist eigentlich auch relativ schnell abgehandelt und zwar geht es um die Storybook Land Attraktion. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Das ist die Bötchenfahrt hinten im Fantasyland neben Casey Jr. Das ist im Prinzip, sitzt ihr in einem schönen Bötchen, ähnlich wie bei It's a Small World, und fahrt draußen an verschiedenen Kulissen vorbei von verschiedenen Filmen. Aladdin ist dabei und Schön und das Biest und keine Ahnung, alles mögliche. Ariel, glaube ich. Ist ganz nett, hat auch nie viele, keinen hohen Andrang. Aber so weit hinten im Park sind wir so selten. Also ich fahre die nicht oft, aber die sollen zwei neue Szenen bekommen. Und zwar Frozen und Winnie Pooh im Jahr 2024. Denn Winnie Pooh feiert, glaube ich, seinen 30. Geburtstag nächstes Jahr. Und Frozen, ja, Frozen geht ja immer. Ne? Anna und Elsa auf einem Berg. Läuft immer, zieht immer Gäste an. Ich hatte es aber auch in den Stories gesehen, dass wahrscheinlich andere Stories dafür weggenommen werden. Ich weiß nicht, ob das confirmed ist von Disneyland Paris. Wäre natürlich schade, weil eigentlich ist genug Platz da. Und ja, das müssen wir uns halt, müssen wir uns gespannt sein in 2024. Wann genau die zwei neuen Szenen kommen, ist noch nicht bekannt. Und jetzt kommen wir zur letzten Neuigkeit und zum absoluten Highlight. Darauf bin ich so gespannt, und zwar Symphony of Colors. Ich habe es ja, glaube ich, im letzten Video auch schon angeteasert. Es wird eine neue Drohnenshow geben. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon... Ich glaube, letztes Mal war es noch keine Drohnenshow angekündigt als Drohnenshow, nur die Season mit auch mit neuer Show und so weiter, auch mit Alice im Wunderland und so. Ja, das gehört aber nicht zum Symphony of Colors. Egal. Auf jeden Fall, beim letzten Mal habe ich nur gemutmaßt, dass es eine Drohnenshow wird. Jetzt ist es bestätigt. Es wird ab 8. Januar 2024 eine neue Drohnenshow im Disneyland Park geben. Und zwar ist sie mit dem Thema Electric Parade in the Sky thematisiert. Also jetzt, ihr seht ein Bild und dieses Artwork ist einfach schon der Wahnsinn. Ich gucke mir das jetzt auch nochmal kurz an. Ich habe es auf jeden Fall im Kopf, aber ich möchte natürlich auch nochmal die Details mit euch ansehen. Genau, ihr seht jetzt das Bild, was ich auch sehe. Und zwar, ja, sehen wir Peter Pan als Projektion auf dem Schloss. Wir sehen Wendy am Rumfliegen und auch Tinkerbell und natürlich das Drohnenschiff in der Luft. Peter Pan sieht halt so ein bisschen pixelig aus, wenn man das so sagt. Also es ist nicht pixelig, aber es ist halt bewusst so gemacht mit so Pixeln. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird am Ende live, wenn man vor Ort ist. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. Und eventuell bin ich dann auch vor Ort am 8. Januar. Mal sehen. Genau, es wird auf jeden Fall Drohnensequenzen geben, inspired by the Main Street Electrical Parade, die ich leider noch nie persönlich gesehen habe, wo ich mal sehr traurig bin. Aber dann sehe ich sie halt das erste Mal in der Luft. Und ganz aktuell kamen jetzt auch noch Neuigkeiten zu Symphony of Colors, denn am, jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen gucken, weil ich ja auch gerade das Bild noch offen hatte, jetzt spinnt mein Handy. Ja, am 8. Januar kommt dann die neue Drohnenshow und am 10. Februar wird es dann auch eine neue Show, Parade, wie man es auch immer nennen möchte, geben. Ihr seht jetzt auch hier wieder ein Bild, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Und ich habe wirklich Dream and Shine Brighter Vibes. Wir haben Mirabelle dabei, die wir jetzt auch das erste Mal bei der Disneyland 100 Parade gesehen haben. Ein neuer Charakter im Disneyland Paris. Wir haben Stitch, Seifenblasen. Wir haben einen neuen Wagen, wo auch Mickey ein neues Kostüm trägt, was super farbenfroh ist. Und auch der Wagen schreit halt, hat so ein bisschen Ink and Paint Style. Hat Farbkasten und auch einen Pinsel. Ja, da ist auch Farbe drauf auf dem Wagen, also richtig
farbenfroh und ich kann mir diese Show schon mega schön im Frühling vorstellen. Wir werden auch natürlich Charaktere dabei haben aus Pixar und Disney. Und wie Disney selbst schreibt, it's a colorful new experience that sure to lift your spirits. Also es wird bunt, es wird laut, es wird mega schön. Never seen before daytime show bursting with beloved songs, dances and stories performed by the host of Disney and Pixar characters. Also es werden neue Songs dabei sein, es wird, wie gesagt, es hat für mich so ein Dream and Shine Brighter Feeling mit den Bildern, mit dem Bild und ja, es wird eine Show sein, wahrscheinlich wieder mit Showstops. Ich bin sehr gehypt und möchte natürlich auch zum Start der neuen Show im Park sein. Ja, mega geil, was Disneyland Paris da jetzt wieder announced hat, vor allem jetzt für die Low Season im Januar und auch im Februar ist ja eigentlich immer nicht so viel los. Da hauen sie einfach jetzt die neue Drohnenshow und auch die neue neue Paradeshow raus im Februar. Ja, mega geil. Ja, ich bin sehr gehypt und freue mich drauf auf nächstes Jahr. Dann kommen auch noch die Olympischen Spiele und so. Ja, uns erwartet auch sehr viel im Jahr 2024 in Disneyland Paris. Ja, das waren die Neuigkeiten über das Disneyland Paris und jetzt folgen noch ein paar Neuigkeiten über mich. Wo ich denn so in den nächsten Tagen und Wochen unterwegs bin. Heute, wenn ihr das Video seht, bin ich tatsächlich im Europapark und nutze mal meine Jahreskarte. Ich habe ja die silberne und im Oktober durfte man da ja nicht hin. Deswegen heute zum letzten Tag, glaube ich, heute ist das letzte Tag an Halloween, besuche ich mal den Europapark und schaue mir das Ganze nochmal an. Aber nur einen Tag. Dann bin ich vom 10. bis zum 12. November im Disneyland Paris und ich bin da mit meiner Mama und ihren Freundinnen und auch der Enkelin von der einen Freundin. Also wir sind eine große Gruppe und Cheryl ist dabei, auch mit ihrer Mutti. Also wie gesagt, große Truppe unterwegs. Wir werden auch einige Attraktionen fahren, weil es sind Neulinge dabei, die noch nie im Disneyland waren. Dafür müssen wir natürlich auch die Attraktionen machen und Shows und wie gesagt, Start der Christmas Season, also sehr viel geplant. Und am 12. kommen wir wieder zurück und ich bleibe dann bei meiner Mama. Und am 13. fliege ich dann auf Geschäftsreise von Frankfurt aus. Meine Mama begleitet mich für die Woche und zwar geht es für mich eine Woche nach Dubai auf Geschäftsreise. Vom 13. bis zum 20. bin ich in Dubai. Unter der Woche muss ich natürlich arbeiten, aber ich habe den Samstag und den Sonntag noch drangehangen und darf ein bisschen Freizeit genießen und möchte das schöne Wetter genießen. Einmal im Wasserpark. Ich war schon so oft in Dubai und war noch nie in dem Wasserpark. Ich glaube, es heißt Adventure Island oder so. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und sonntags werden wir dann auch noch zum Aurora Sky Pool gehen. Da haben wir jetzt auch noch Plätze reserviert. Und einfach, wie gesagt, ein bisschen chillen. 2 Tage Urlaub schadet auf jeden Fall nicht. Und dann am 20. bin ich dann wieder zurück hier in Zürich. Dann am 23. November bin ich beim König der Löwen Musical hier in Zürich. Das hat mir mein Freund damals zum Geburtstag geschenkt. Und das Musical findet ja jetzt dann hier in Zürich statt, im Theater 11. Mein Freund kann leider nicht mitkommen, der ist auf Geschäftsreise. Deswegen kommt ein ganz lieber Arbeitskollege von mir mit. Freue mich sehr drauf. Ich habe das König der Löwen Musical hier noch nie gesehen. Und wenn es hier direkt vor der Tür stattfindet, ist es doch super. Dann am 25. November bin ich im Legoland zum Freizeitpark Traveler Club Event. Und zwar auch zum Winteröffnung. Ich glaube, auch dieses Jahr hat das Legoland zum ersten Mal im Winter offen. Bin sehr gespannt. Der Stefan hat ja immer ein super Programm, was er da immer auffährt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das Legoland im Winter dann jetzt neu zu bieten hat. Dann am 2. Dezember bin ich im Phantasialand unterwegs mit Daria. Und dann sind wir am 8. Dezember bei der Harry Potter Ausstellung im Odysseum in Köln. Auch mit Daria wieder. Das ist ja der Start von dieser, ist es nicht dasselbe, wie wo wir schon mal zweimal waren, wo ich in Wien war und auch in Paris. Das ist was komplett anderes. Das ist so ähnlich wie die Jurassic Park Ausstellung, die es in Köln gab. Und das wird es jetzt als Harry Potter geben. Wir sind direkt zum Anfang da, haben uns Tickets gesichert. Ich glaube, mittlerweile sind die bis Januar ausgebucht. Also, wenn ihr das besuchen wollt, schnell sein. Ich werde natürlich auch wieder Videos von allem mitbringen.
Und dann, eventuell, bin ich dann im Disneyland Paris vom 15. bis zum 17., aber es steht noch nicht komplett fest. Und dann ab 20. Dezember bin ich auf AIDA, Cosma, auf den Kanaren mit meinen Eltern über Weihnachten. Das heißt, vom 20. bis zum 27. Dezember sind wir auf den Kanaren unterwegs, schippern da ein bisschen durch. Die Gegend auf AIDA Cosma, da war ich auch dieses Jahr schon auf AIDA Cosma, als wir in Dubai waren im April. Und jetzt dann wieder auf AIDA Cosma. Und dann ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Was ich Silvester mache, keine Ahnung, aber ich bin tatsächlich kein großer Silvester-Fan. Also ich könnte mich am liebsten ins Bett legen und morgens aufwachen, dann ist für mich das neue Jahr, dann ist völlig okay. Ich bin gar kein Silvester-Fan. Ich finde, da ist man so gezwungen, immer irgendwas zu machen und dann ist es teuer und nee. Dann wartet man auf 0 Uhr, dann ist 0 Uhr und dann stoßt man an und dann, wow, also nee. Ich bin kein Silvester-Fan. Naja, das ist auf jeden Fall erstmal geplant, was geplant ist bis Ende des Jahres. Steht viel an und ich glaube, die Zeit wird super schnell vergehen wieder und zack, haben wir 2024 und irgendwie ist das Jahr auch dann schon wieder vorbei. Das war's mit dem News-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.